Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir den Netsch abgeschlossen und wir schauen uns heute mal die Fabel des Greifen an. Schön. Oder wir schauen sie uns nicht an. Fabel des Greifen. Die Seiten dieses Buches sind herausgerissen, sodass nur noch die Hülle eines Folianten bleibt. Entschuldigt, Abenteurerin. Ich muss mich kurz fassen. Wir haben ein Ungezieferproblem. Okay. Hallöchen, meine Freundin. Ich weiß, der Weg der Schriftlehre ruft. Ihr versucht zweifelsohne Kontakt mit dem erleuchteten Greifen aufzunehmen. Leider haben wir offenbar einen Seitendieb in der Schola. Jemand hat die Seiten aus der Fabel des Greifen gestohlen? Ja, offensichtlich, sonst wären sie nicht herausgerissen. So ist es. Wir katalogisierten gerade Folianten und haben die Fabel einen Augenblick unbeaufsichtigt gelassen. Dann hörten wir ein Jaulen und Knurren aus dem anderen Raum und fanden sie zerfetzt vor. Nalia versucht bereits, eine Alternative zu den fehlenden Seiten zu finden. Wo ist sie? Sie sucht im Ostflügel nach allem, was Ulfsild über den Greifen hinterlassen haben könnte. Hoffentlich kann sie euch in die richtige Richtung lenken. Ich entschuldige mich aufrichtig. Es war ein schwerer Fehler meinerseits, aber es kommt nicht wieder vor. Ich werde mit Nalia sprechen. Ich habe auch so ein leichtes psychisches Problem, oder? Anstatt zu sagen, ja, ihr könnt ja nichts dafür oder wird schon alles gut oder ihm irgendwie Mut zu machen, sage ich, ja, ich ignoriere das mal. Ich spreche mit Nalia. Keine Sorge. Ein paar Schutzzauber um die Bibliothek herum, dann wird der Seitendieb nicht wieder zuschlagen. In der Zwischenzeit hat Nalia vielleicht etwas gefunden, das Ulfsild im Ostflügel hinterlassen hat. Okay, Schutzzauber wären in der Tat keine schlechte Idee. Wie geht es mit dem Katalog voran? Es läuft gut. Ich bin eigentlich niemand, der gern am Schreibtisch arbeitet, aber es ist interessant, durch die Hallen zu streifen und sich die verschiedenen Titel anzusehen. Laut Juliane und Irnath ist dieser Ort ein wahrer Schatzhort an Wissen. Gibt es Teile der Bibliothek, die euch besonders ansprechen? Ein Abschnitt, der Kochbüchern der ersten Ära gewidmet ist. Regale voller admoranischer Dichtkunst. Und eine überraschende Anzahl zotiger Schüttelreime in einem Stapel Volksbücher. Erzmagierin Ulfsild war offenbar erpicht darauf, der Jagd nach Wissen zu folgen, egal wohin sie führte. Ich helfe Juliane und Irnath bei den Schutzzaubern. Es kommt nicht wieder vor. Das wollen wir hoffen. Nein, wir sind doch freundlich. Nicht so, wie unsere Dialoge geschrieben sind. Okay, ich habe hier noch was leuchten sehen. Das Geheimnis des Snatch. Ah, okay. Dies ist das bestgehütete Selbstredend halten wir es geheim. Also ihr könnt es gerne durchlesen. Ich denke, das wäre jetzt ein bisschen viel, vor allen Dingen, weil wir jetzt auch nicht mehr beim Netsch sind. Aber das wollte ich noch eben nachreichen. Und Ulsilds Aufzeichnungen von der Netsch. Oh, könnte auch sehr interessant werden. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne durchlesen. Eben kurz Pause drücken. Alles kein Problem. Hätte ich vorher sehen müssen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe es aber auch beim Rauskommen nicht gesehen. Kam ich? Nee, ich kam da raus. Und bin direkt da rumgelaufen. Ne? Naja, gut, okay, das war jetzt ein bisschen doof. Sonst haben wir hier nichts mehr. Da war übrigens noch ein neues Buch, das habe ich dummerweise vorhin angeklickt. Das, ja, also da war auf jeden Fall noch eins, was neu aufgetaucht ist, sozusagen. Wir müssen, ist egal, wo wir rumlaufen, oder? Wir können hier unten... Oh, halt, schon wieder was Neues. Siegel des Netsch-Analyse. Überall finden wir hier die Sachen vom Netsch jetzt noch. Leute, wir sind jetzt beim Greifen. Habt ihr das noch nicht verstanden? Okay. Bei allen Himmeln, was ist das denn? Was? Was ist was? Also abgesehen von dem neuen Buch mit Nalias Tagebuch Seite 2. Ich werde es nicht lesen, weil ich ihre Privatsphäre akzeptiere. Ihr dürft es natürlich wie immer gerne durchlesen. Aber keine Ahnung, was er jetzt gemeint hat. Von wegen, was ist das denn? So, hier müsste... Dass sie... Ach, das seid ihr ja. Hört dem Ding zu. Achso. Ich spüre
bereits wie Ogvea hin fortgezogen wird. Nichts, was wir tun, kann es mit der Gier eines Deldra-Fürsten aufnehmen. Ich weiß, es ist schwierig, das zu akzeptieren. Aber ich wünschte, der Greif und der Fuchs würden es verstehen. Diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Ja, das war's. Sprecht mit Jüngeren. Sie klang so traurig. Ogvea und die Skola aufgrund einer Laune von Sheogorath zu verlieren, muss verheerend gewesen sein. Und es klingt, als hätte es dem Greifen auch nicht sonderlich gefallen. Vielleicht ist der Greif nun besser gelaunt, da Ogvea wieder Teil von Nirn ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich fasse es immer noch nicht, dass ihr Ogvea nach Hause gebracht habt. Wie dem auch sei. Ulstild war nicht minder talentiert als ihr Gemahl. Beinahe all ihre Schutzzauber halten noch. Was unseren Eindringling noch unerklärlicher macht. Was meint ihr damit? Ich erhaschte einen Blick auf unseren Plagegeist, bevor ihr kamt, und es ist, nun, ein Fuchs. Vielleicht der Fuchs, den Ulstild im Echo erwähnte? Er war riesig und augenscheinlich intelligent. Ehrlich gesagt schien er überrascht, mich zu sehen. Ein intelligenter Fuchs hat die Seiten der Fabeln gestohlen? Wir sind hier alle überfordert. Erwartet von mir keine Antworten. Zum Glück hat unser fuchsiger Freund uns möglicherweise geholfen. Als er mich sah, ließ er eine der Seiten fallen. Es ist die erste Seite der Fabel. Und Ulfsitz Anmerkungen sind eindeutig. Ihre Aufzeichnungen sind bereits sichtbar ohne die Linse? Ulfsild muss sie mit bereits sichtbar gemachten Anmerkungen hinterlassen haben. Vielleicht aus gutem Grund? Wenn ihr diesen Fuchs trefft, könnt ihr ihn danach fragen. Ich lege sie einfach auf den Tisch hier. Seht sie euch an. Habt ihr bei euren Nachforschungen sonst noch etwas über Ulfsild oder den Greifen herausgefunden? Ulfsilds Handschrift ist in jedem Folianten hier. Aber sie wollte nicht viel von sich mit der Geschichte teilen. Was den Greifen angeht, hat er wohl eine starke Persönlichkeit, aber mit einer interessanten Schwäche. Diesen Fuchs, den sie erwähnte. Inwiefern ist dieser Fuchs die Schwäche des Greifen? Nun, wenn der Greif der tapfere Beschützer ist, wie es in Ulfsilds Aufzeichnungen steht, dann sollte er Diebstahl verachten. Aber offenbar verstehen sich der mächtige Greif und der schlaue Fuchs dennoch blendend. Warum hat Ulfsild eurer Meinung nach so wenig über sich niedergeschrieben? Sie hatte vermutlich das Gefühl, dass es Wichtigeres gibt, worüber man schreiben sollte. Sie schien mir sehr eifrig. In den Echos, ihren Aufzeichnungen. Sie hat sich vollständig ihrer Mission verschrieben, die Schriftlehre und die Erleuchteten zu verstehen. Ein Vermächtnis zu hinterlassen. Mir kommt gerade ein anderer Gedanke. Kann es eventuell sein, also nur eventuell, nee, kann nicht sein, weil der Fuchs hat ja auch Wea angegriffen. Okay, streich den Gedanken. Was meint ihr mit starke Persönlichkeit? Stärker als die des Netsch? Bei Magnus geht das überhaupt? Das vergnügte Schweben des Netsch ist ein, nun, einzigartiges Erlebnis. Ulfsilds Aufzeichnungen beschreiben ihn als eine Art Ritter in den Fußstapfen der alten Orden. Stark, wahrhaftig und unnachgiebig. Okay, das ist die Seite, nehme ich mal an. Wie schnell wir laufen, die Nacht folgt uns, meinte Grau, während sein Schwanz besorgt zuckte. Zaria starrte ihren Freund an. Das ist es, sagte sie. Das sagte der sterbende Mann. Stets stürzt die Dämmerung. Sie flohen vor den Tentakeln der Nacht zur Burg Dämmersturz. Graus Magie hüllte ihren Marsch in Schatten. Zaria bemerkte, wie die merkwürdigen Linien auf den hingekritzelten Karten die Form des Treva im Norden abbildeten. Und dann die Anmerkung, eine Burg am Fluss Treva könnte es hier um den Aussichtsturm gehen. Ich habe noch nie gehört, dass ihn jemand so genannt hatte. Wie dem auch sei, wir sind in Rift. Also Rift, wo wir hin müssen, nehme ich mal an. Und das wird auch sicher klappen, fragte Grau, der Wache hielt, während Zaria am Fluss des höchsten Turmes grub, den Schatz des Greifen zu stehlen. Ah, okay, einer davon ist der Fuchs, oder? Oder vielleicht auch beide, keine Ahnung, so sinnbildlich. Und die Schuld der Fürstin der Nacht zuzuschieben, beendete Zaria seinen Satz. Ja. Sei doch bitte nicht so laut, meinte Grau nervös, während er hin und her hüpfte.
Aber Zaria lachte nur. Die Dinge, die in dieser alten Burg spuken, interessiert es nicht, was wir sagen. Okay, also die Schuldner anderen zuschieben. Aber Graus Augen waren scharf und was für Zaria einfache Krähen waren, erkannte Grau als etwas weitaus Schlimmeres. In diesem Moment stieß Zarias auf etwas Hartes und Grau jaulte auf, als die Boten der Nacht anfingen. Und schon eilt ihr los. Sagt Bescheid, wenn ihr über die Wegbeschreibungen in der Fabel sprechen möchtet. Ja, gerne sofort. Ich bin froh, dass wir diesen kleinen Zwischenfall hinter uns lassen konnten. Die erste Seite sollte euch für den Anfang reichen. Ich hoffe nur, dass ihr einen Hinweis findet, der euch zu den nächsten Schutzzaubern führt. Also auf jeden Fall müssen wir nach Rift, das weiß ich. Was das angeht, seht euch die Fabel an. Hättet ihr einen Vorschlag, wohin ich gehen sollte? Ich bin nicht sonderlich vertraut mit Rift. Aber ich weiß, dass die Treva ein Fluss ist, der das Jaltum teilt. Versucht ihr von dem Alten aus nach Süden zu folgen. Vielleicht findet ihr ja etwas. Denkt dran, was damals eine erhabene Burg gewesen ist, ist heute vielleicht nur noch eine Ruine. Auch wenn ich die Schutzzauber banne, meint ihr wirklich, ich finde einen Hinweis auf die nächsten? Juliane und Laren arbeiten daran, unsere Schutzzauber zu verstärken. Wenn dieser Fuchs die Seiten gestohlen hat, reichen die Schutzzauber vielleicht, um ihn zu fangen, wenn er wiederkommt. Und wenn ihr Hilfe bei etwas braucht, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen. Habt ihr diese Fabel je zuvor gelesen? Irgendwie kommen mir diese Namen bekannt vor. Grau, Zaria. Aber ich glaube nicht, dass ich das hier gelesen habe. Vielleicht war die Fabel die Inspiration für eine der zahlreichen Gute-Nacht-Geschichten meiner Mutter? Sie hatte so viele von ihnen, für jede Jahreszeit und jede Stimmung. Nun gut, sie hat ja offenbar kein Portal, was ich jetzt mal als Abkürzung nehmen könnte. Also gehen wir wieder zurück zum Eingangsportal hier. Nächste links. Genau, und normalerweise ist halt immer auch ein Portal zu dem Ort, wo wir hin müssen. Das ist, glaube ich, nicht neu, oder? Das ist auch quer. Skingrad. Sagte sie und es war kein Portal da? Doch, hier ist eins. So, wir sind in Riften, aber ich glaube nicht, dass wir nach Riften sollten. Genau, wir müssen nämlich da oben hin. Das heißt, wir müssen einmal kurz weiterporten. Schlagt in der Fabel in eurem Bündel nach? Nö, ich hebe einfach die Schutzzauber auf. Ich denke mal, ja, dass das mitten in diesem Dingsgebiet ist hier. Wo so viele Gegner sind. Da. Ja. Da oben haben wir den ersten Schutzzauber. Dann. Sehe ich was? Da drin. Und irgendwo hier, da. So, nehmt das erste Fragment, wo ich nicht weiß, wo es ist. Da hinten. Hey, wartet, hab keine Angst. Ich bin ein Freund, glaube ich. Glaubst du? Du weißt es noch nicht mal. Meine Güte, ich hatte recht. Ihr versucht, Ulfsils Bibliothek wiederherzustellen. Ihr wollt mit dem Greifen reden, nicht wahr? Es tut mir wirklich leid, dass ich all die Seiten aus diesem Buch gerissen habe. Ihr wart es also. Warum habt ihr all diese Seiten gestohlen? Ich wurde nervös. Das passiert hin und wieder. Und darin bin ich eben gut. Im Stehlen, meine ich.
Fangen wir noch einmal von vorn an. Ich bin der Fuchs. Ulfsild sagte, dass eines Tages Einbrecher kommen könnten. Als ich euch herumstöbern sah, wollte ich versuchen, meinen Freund zu beschützen. Aber mal eben nebenbei, also die hat vorhin gesagt, also dieses Echo, dass der irgendwie riesig groß sein soll. Nalia und ich versuchen, mit den Erleuchteten zusammen die Schola wiederherzustellen. Deshalb kam ich aus meinem Versteck. Dann witterte ich aus der Nähe den Indrik an euch. Wenn der Indrik euch für gut befindet, dann seid ihr gut. Er weiß, was gut ist. Mir ist jetzt klar, dass ich euch behindert habe. Das möchte ich wieder gut machen. Ihr gebt mir die Seiten der Fabel zurück? Was das angeht. Ich habe mir ein Maul voll Seiten geschnappt und ließ eine fallen, als eure Freundin Nalia, richtig? Als sie mich sah. Also, dachte ich mir, ich verstecke die anderen Seiten besser bei den Schutzzaubern. Aber gute Neuigkeiten, ich habe auch eine direkt hier versteckt. Nun gut, dann her damit. Oh, ist niedlich. Glotzen, als sie sahen, wie ein Fuchs Zaria aus der Taverne zerrte. Wenn ich ihnen noch dazu reden hätte hören, wären ihnen ihre Getränke aus dem Mund geschwappt. Im Dunkeln der Gasse, betrunken und sentimental vom Met, weinte Zaria ins Fell ihres Freundes. Ich dachte, sie hätten euch zurück in den Krähenwald gebracht, schluchzte sie. Ich ahnte doch nicht, dass sie die Gaunersprache verstehen. Ah. Mir geht es gut, sagte Grau und wandte sich schroff von ihr ab. Aber ihr verpasst mit eurer Zecherei Gold, das wir nicht haben. Der Schatz des Greifen ist wertlos, wenn wir nicht alle drei Teile finden. Hört ihr mir überhaupt zu, Ria? Zaria hörte ihm nicht zu. In ihren Augen war wieder das Licht von zuvor und sie tastete sich um sich, als würde sie nach Sternenlicht greifen. Er ist hier, sagte sie. Hier in der Stadt. Grau schaute sich um. Wie kann das sein? Er muss hierher gebracht... Oh. Moment. Er muss hierher gebracht worden sein, bevor hier eine Stadt war. Er schaute hinunter in den dunklen Kanal. Vielleicht sogar, bevor es einen See gab. Vermutlich der Hornrichsee von Riften. Sei ist mit uns, sagte Zaria. So. Zaria. Das ist aber nicht die eine. Nee, die hieß, glaube ich, anders, oder? Zaria? Zaria hat er, glaube ich, mal gerufen. Doch, die könnte das sein. Die wir. Ich glaube, es war mit der Zuflucht. Ja, genau, mit der Zuflucht hatten, wo alles so in Schutt und Asche war. Sie hob die Schutzzauber auf und offenbarte den Schatz, gerade als der Morgen anbrach und die Schatten vertrieb. Nur noch ein Teil, sagte Grau, bevor wir die Tür finden und der Greif uns vermutlich umbringen wird. Oder, konterte Zaria, wir müssen ihm einfach nur aus dem Weg gehen. Sollen seine Krallen sich um die Fürstin der Nacht kümmern? Ich will nicht die Macht dieser mystischen Kreatur, lediglich die Mittel dazu, uns ein Leben führen zu lassen, bei dem wir nicht ständig auf der Flucht sind. Grau schaute sie mit funkelnden Augen an. Es ist noch nicht zu spät. Ich kann noch zurückkehren. Aber Zaria wollte davon nichts wissen. Nein, mein Freund, ihr seid zu gütig und zu schlau, als dass ihr den Rest eurer Tage in einem Schattengefängnis verbringen müsstet. Das wird klappen, da bin ich mir sicher. Okay, Hornrichssee. Toll, ich reise auf meine eigene Weise. Wir treffen uns am nächsten Zielort. Okay. Boah, dass man immer ins Wasser reinfällt. So, gehen Sie mir mal aus dem Weg, bitte. Ich hab's ein bisschen eilig. Ach so, doch in Riften, ja klar. Stand ja nicht Rift, sondern Riften. So, heb die Schutzzauber auf. Vorne sehe ich schon mal spontan einen. Wenn ich ihn finde, weide ich ihn aus. Mach das, solange du mich nicht ausweidest. Hier hinten war das Portal. Hallo. Da.
Dann in der Richtung müsste irgendwo theoretischerweise ein Kreis sein. Praktischerweise finde ich allerdings keinen. Oder ist eine hier drin? Nee. Ach, der ist da oben. Ah. Aber wo? Wo ist jetzt das Zeichen? Ah, da ist es, da ist es, da ist es. Nein, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Alter, das war jetzt knapp. Okay, der war jetzt nicht schlecht, der war jetzt gut versteckt. Also eigentlich sehr offensichtlich, aber doch irgendwie gut versteckt. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Oh Gott. Theoretischerweise müsste ich hier auf den Balkon kommen, wenn ich nicht erstmal gegen die Wände laufe. Hier. Einmal hier. Ah, da unten, da unten. Kann ich das von hier aus machen? Ja, kann ich. Perfekt, perfekt. Wer war denn da gerade in meiner Nähe? Ach, da oben. Oh, sag mir das doch einer. Nee, da war keiner in meiner Nähe. Das ist doch Schlüsselfragment, sehe ich gerade. Schlüsselfragment. Sehr schön. Ihr seid schnell. Ne? Finde ich auch. Also ich werde immer besser, habe ich so das Gefühl. Ihr seid so viel schneller, als ich erwartet hätte. Ich dachte, ich müsste rauskommen und euch zeigen, wo sie ist. Ich bin einen Schritt näher daran, wieder mit dem Greifen zu reden. Ihr beide seid gute Freunde? Die besten Freunde. Er ist aktuell nicht sonderlich gesprächig, aber wartet nur ab, wenn er wieder er selbst ist. Dann wird es eine Freude sein, mit ihm zu reden. Nur noch ein Schlüsselfragment fehlt. Also es hört sich wirklich so an, auch nach der Andeutung vom Netsch, dass wir den eventuell tatsächlich auftauen müssen oder so. Habt ihr hier eine weitere Seite der Fabel versteckt? Oh, richtig. Ja, also ich habe sie verloren. Ich habe unten am Wasser getrunken, als eine große Katze mich erschreckt hat. Ich wusste gar nicht, dass Katzen so groß werden. Ich glaube, die ist noch immer da unten. Eine große Katze. Im Hintergrund sitzt übrigens gerade eine Katze, nur mal so nebenbei. Dann gehe ich nach unten und suche. Findet die große Katze am Wasser. Bestimmt liegt die Seite noch dort. Ich glaube an euch. Aha. Ist das eigentlich ein Buch hier? Ne, es ist ein Teller. Okay. Gut. Die große Katze am Wasser. Kann es vielleicht sein, dass es keine echte Katze war, sondern dass er sich... Ach so, da hinten ist ja eine Markierung. Dass er sich vielleicht vor irgendeinem Bild erschrocken hat oder so? Vielleicht war es auch wirklich eine Katze, ich weiß es nicht. Okay, eine Katze sehe ich jetzt hier nicht. Keine Ahnung, was er meint. Aber wir haben die Seite. Unter Vorelsruh, denn er war versteckt worden, als das Land noch neu war. Und dann die Anmerkung unter Vorelsruh, also gar nicht in Vorelsruh selbst. Vielleicht in einer Höhle darunter. Das muss die Bruchhelmhöhle sein. Zaria war froh, dass sie sich nicht mehr mit den ruhelosen Toten herumschlagen musste. Während sie dies kundtat, passte sie nicht auf, wohin sie ging und wanderte direkt inmitten ein paar Schneebären im Winterschlaf. Zaria floh durch das breite Labyrinth von Höhen und rief grau zu, wo sie die Daumenabdrücke auf dem Antlitz von Nörn erblickte. Was? Sie vertraute darauf, dass ihr Freund das letzte Teil ihres Schatzes bergen würde. So, mehr gibt's nicht. Okay.
Bruchhelmhöhle ist wo? Zeigt er nicht an gerade. Das ist nett, danke. Das ist ein Gipfel. Ja, ich muss mal eben hier aus der Stadt raus, weil er es sonst nicht richtig anzeigt. Das finde ich immer ein bisschen doof, wenn man irgendwo innerhalb von einer Stadt oder so Gebieten sind, die halt rangezoomt werden, sag ich mal, auf der Karte. Dass er dann, wenn man was sucht, also auf J geht und auf M, zeigt er ja normalerweise dann an, wo das Ganze sein soll. Aber in diesem Fall zeigt er es trotzdem nicht an. Kommen wir jetzt hier nochmal aus dem Bereich raus, hallo? Ich bin schon lange aus der Stadt raus. Ah. Da unten, da. Ja, 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 genau. Dann laufe ich jetzt nochmal eben zurück. Wir sehen uns gleich in der Höhle. Ich porte dann mal kurz dahin. Bis gleich. Ja. So, der Weg hierhin war übrigens auch einfach. Ihr musstet vom Wegschrein aus einfach nur dem Weg folgen und dem Wasser, also unter dem Wasserfall, da war der Eingang. Erledigungsliste. Das hat jetzt mit dieser Quest nichts zu tun. Die Quest werde ich jetzt auch nicht annehmen. In diesem Bereich hebt die Schutzzauber auf. Oh, war das? Nee, das war nicht die Höhle, wo man so einfriert. Okay. Rechts oder links um. Oder wir bleiben einfach stehen und machen es direkt hier. Ja, finde ich in Ordnung. Okay, Moment. Ich bin noch am Überlegen. Gehe ich jetzt rechts oder links rum? Allerdings, wenn der ja auch gerade hier rumläuft, zieht der vielleicht die ganzen Leute. Genau. Die netten Kobolde. Er hat auch eine Funke. Könnt ihr mal hier weggehen? Ist ja schön, wenn ihr eben alle so brav folgt. Aber ich muss hier gerade mal durch. Danke. So. Und direkt hinter uns haben wir den Punkt. Sehr schön. Wobei, achso, ich wollte gerade sagen, da lebt noch einer. Wobei ich jetzt auch mal eben hier die Scherbe mitnehme. Das wollte ich sagen. So, ihr lieben Kobolde, kommt von mir aus nach hier, damit ich euch alle sofort kriegen kann. Oder auch nicht. Ich glaube, die sind jetzt auf Funke gegangen, kann das sein? Ach, jetzt geht das wieder nicht. Funke! Mach mal hinne! Ich sage, Funke ist teilweise ein besserer Tank als Basti selber. Oh, okay. Müssen wir dann gleich nochmal machen. Ist ja richtig geil, dass man den genau hier hingestellt hat. Oder? Nee, können wir noch. Yes. Okay, das ging dann doch schneller, als ich gedacht habe. Was ist denn das für ein Vogel hier oben? Okay. Oh, ganz schön kalt. Beeilen wir uns. Moment, ich loote mal eben. Hallo, ich würde looten. Ich darf doch looten. Das wären dann drei, nicht wahr? Ihr habt wirklich Talent für solche Dinge. Kann es vielleicht sein, dass ihr früher ein Fuchs wart? Ich bin ein Frosch. Nein, warum fragt ihr? Wo ich herkomme, werden Leute Füchse und Füchse werden Leute. Das ist eben so. Ich war nur neugierig. Wie dem auch sei. Ihr steht so kurz davor, den Greifen zu treffen. Mit dieser letzten Seite solltet ihr die Fabel wieder vervollständigen können. Dann sollte ich die Tür des Greifen finden können. Gut. Und gerade rechtzeitig. Von all dem Herumspringen jaulen mir schon die Pfoten. Findet eure Tür. Ich gehe zurück zum Greifen und dann bringen wir ihn zum Reden. Yippie! Ist so niedlich irgendwie. Dann sehen wir uns im Flügel des Greifen. Und graben, graben, graben. So. Gebieterisch auf sie herab und versperrte den auf ein Grab erbauten magischen Durchgang. Obwohl die Abenddämmerung noch weit entfernt war, lag die Stätte bereits im Schatten des Rutgar. Schneeverwehter Wind blies durch die Tür, bauschte Zarias Mantel auf und offenbarte darunter den gestohlenen Schatz. Nahe der Dämmerung, bereits im Schatten des Berges Rutgar,
Also ein Grabmal, nahe der Ostseite des Fußes des Berges. Iverstadt ist nahe eines solchen Ortes erbaut. Die Fürstin der Nacht würde mich nicht kennen und daher nie so gegen mich vorgehen, sprach der Greif. Aber schon damals schwangen bereits Zweifel in seiner Stimme mit. Er hatte eine Ewigkeit in der Einsamkeit verbracht und wusste nichts von der Dedra und ihresgleichen. Und schon waren sie umzingelt von Krähen und schattenhaften Tentakeln. Könnt ihr mal ein bisschen leiser da hinten kämpfen? Ich möchte hier gerade was vorlesen. Danke. Wir haben gelogen, rief Grau, dessen Angst ihn zur Wahrheit zwang. Ich bin ihr Schoßtier und wollte fliehen. Zaria half mir dabei, aber die Fürstin der Nacht holte sich alles im Dunkeln zurück. Er lugte am Greifen vorbei in den Durchgang. Wir geben euch euren Schatz zurück und holen noch mehr in euren Namen, wenn ihr uns Zuflucht gewährt. Die Dunkelheit umschloss sie wie Wasser, sammelte sich um sie herum und schlug an ihre Füße. Zaria zückte ihre Waffen und verteidigte Grau vor den schattenhaften Tentakeln. Da erachtete der Greif sie als würdig seines Segens der Macht, da sie sowohl sehr fähig als auch mutig war und ihren kleinen Freund treu ergeben. Der Greif schlug seine Pranken durch die schattenhaften Tentakeln, aber sie waren nicht auf ihn aus, nur auf die beiden Diebe. »In mein Reich!« rief der Greif und bewegte sich zurück, so dass sie endlich durch die Tür gehen konnten. Aber es war zu spät. Zaria hielt die Dunkelheit der Nacht mit einem dünnen Tunnel aus Sternenlicht zurück, gerade so breit, dass Grau hindurch schlüpfen konnte. Dann nutzte sie den Segen der Macht, den der Greif ihr gerade gewährt hatte, um die Tür zur Domäne des Greifen zu versiegeln. Nachdem Grau und der Greif sie durchschritten hatten. Grau schrie nach Zaria. Er schlug mit Pfoten und Krallen auf die verriegelte Tür ein, bis ihm die Nägel bluteten. Der Greif hingegen... Okay, es fehlt doch noch eine Seite. Enthüllt die Greifentür. Dann mache ich mich ganz schnell auf und wir sehen uns dann gleich wieder dort. So. Die Frage ist jetzt... Achso, das war es gar nicht. Ach, hier unten. Okay. Ich wollte gerade noch sagen, die Frage ist jetzt, ist es draußen oder drin? Und wir haben die Tür gefunden. Ja, ich wusste, dass es dann doch noch ein bisschen komplizierter werden würde und ich denke mal, dass das dann vermutlich als meinen Teil der Prüfung angesehen wird. Ist aber nur eine Vermutung. Ich würde sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge nicht zu lange ist. Und ich denke, dass das dann nahtlos überschwingen wird in der nächsten Folge zu diesen Prüfungen, die wir sonst immer machen. Beziehungsweise unsere Prüfung wird vermutlich sein, ihn aus dem Eis zu befreien. Was ein bisschen komisch ist, weil seine Augen sind voll feurig irgendwie. Da kommt überall so Feuer raus und der Rest ist eingefroren. Aber na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen, was mit dem Greifen passiert ist und ob wir ihn befreien können in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.